allererster Tag in der Klinik, Leute, im fünften Semester. Und ja, ich bin tatsächlich nicht ganz so enthusiastisch und excited, wie ich gerne wäre. Einfach, weil ich extrem unausgeruht bin. Ich hatte jetzt nur eine Woche zwischen meinem mündlichen Physikum und dem Semesterstart. Und ich muss euch auch nicht erzählen, das war eine sehr intensive Zeit für mich. Und ja, ich hätte noch gut und gerne 2, 3 Wochen Urlaub gehabt. Aber naja, ich versuche jetzt irgendwie das Beste draus zu machen. Diese Woche haben wir nur Vorlesungen, weil immer noch nicht ganz klar ist, wer jetzt alles offiziell das Physikum bestanden hat. Und wir brauchen eben erst unsere Physikumszeugnisse, beziehungsweise die Uni muss eben erst Bescheid gesagt bekommen, damit wir die Klinikgruppen planen können. Und erst dann bekomme ich meinen persönlichen Stundenplan mit allen anderen Kursen. To be honest, ich habe mich noch nie so wenig auf ein Semester vorbereitet und mich noch nie so wenig mit den Inhalten beschäftigt, wie dieses Mal. Deswegen, let me see. Ah ja, genau. Heute habe ich als allererstes Pathologie-Vorlesung, danach Mikrobiologie und dann 2 Radiologie-Vorlesungen. Allein das auszusprechen und dass das jetzt mein Leben ist und dass mein Leben nicht nur aus Stoffwechselwegen besteht. Naja, ich bin ein bisschen spät dran, deswegen packe ich jetzt mal meine 7 Sachen und dann geht's auf. Ich bin zurück und habe mal wieder meinen All-Time-Special-Guest dabei. Hallo, Party-Peoples! Und ich habe mir gedacht, da ich ja jetzt Maxi von meinem Tag erzählen wollte, mache ich das doch einfach so, dass ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlage und erzähle euch beiden, oder euch allen, gleichzeitig. Also, wir hatten als allererstes eine Patho-Vorlesung und da war die Dozentin echt ganz witzig, muss ich sagen. Also, sie hat halt so einen typischen, ich nenne das immer trockenen Arzthumor. Ich weiß nicht genau, ob ihr wisst, was ich meine, aber irgendwie, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Naja, auf jeden Fall ging es heute da tatsächlich wirklich nur um die Hintergründe und vor allem war es ihr sehr wichtig, uns zu erzählen, was genau der Unterschied zwischen Pathologie und Rechtsmedizin ist. Und soweit ich weiß, ist der große Unterschied, dass Patho vor allem eben dem Lebenden dient, also um halt zum Beispiel Tumordiagnostik oder sowas zu betreiben und dass es zum Beispiel auch nicht gerichtlich angeordnet werden muss, während die Rechtsmedizin schon gerichtlich angeordnet wird und da liegt der Schwerpunkt eben auch auf potenziellen Straftaten. Und in der Pathologie ist es eher weniger der Fall, obwohl in beiden Fächern obduziert wird. Ich wusste gar nicht, dass in der Pathologie wirklich auch richtig obduziert wird. Ich dachte, es geht wirklich mehr um die Gewebeschnitte. Genau, als nächstes war dann Mikrobiologie dran, genau. Und ich muss sagen, Mibi, ja, war das jetzt nicht so das Fach, wo ich so sage, so yes! Aber ich muss sagen, der Dozent war wirklich auch sehr nett. Also, naja, ich lasse mich jetzt erstmal überraschen, weil ich will jetzt auch nicht irgendwie direkt mit Vorurteilen in irgendetwas reingehen. Ich will es erstmal auf mich zukommen lassen, weil alle Leute haben mir immer gesagt, wie schrecklich die Vorklinik sei. Und ich muss sagen, ich fand die Vorklinik im Nachhinein, oder auch nicht nur im Nachhinein, sondern auch währenddessen, lange nicht so schlimm, wie das alle immer gesagt haben. Deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich da nicht mehr so viele Fax drauf gebe. Und genauso habe ich auch das Gegenteil erfahren. Und zwar ist es ganz oft passiert, dass mir höhere Semester gesagt haben, ah ja, für die und die Klausur, da habe ich nur Altfragen gekreuzt. Und dann fand ich persönlich die Klausur letztendlich aber doch schwerer und hätte das nicht nur mit Altfragen geschafft. Von daher habe ich mir gesagt, ich bilde mir mein eigenes Meinungsbild. Auch da haben wir eigentlich nur so die geschichtlichen Hintergründe besprochen, was ich persönlich aber auch immer sehr interessant finde. Also ich freue mich zum Beispiel auch auf die Vorlesung Geschichte, Theorie und Ethik, weil ich weiß nicht, ich finde das interessant und ich mag das und ich finde es auch vor allem wichtig in einem Fach wie Medizin, dass man da irgendwie die Hintergründe erfährt. Ja, und dann als letztes hatten wir eine Doppelstunde Radiologie-Vorlesung. Das ist natürlich jetzt alles auch noch sehr basic, also so die Einführung. Radiologie wird uns auch nochmal in folgenden Semestern begleiten und der Arzt, der das gelehrt hat oder der das lehrt, der ist auch wirklich sehr, sehr erfahren. Also ich muss sagen, da hatte ich auch ziemlich Respekt, so was der alles so mitentwickelt hat und alles miterlebt hat. Auch da ging es nur um die Basics, vor allem eben um das Thema Röntgen, weil das ja so mit die, ich sag mal, Mitbegründung der Radiologie ist. Genau, und ja, ich bin mal gespannt, was uns da so erwartet, weil ich da irgendwie noch nicht so ganz einschätzen kann, ob es mehr in die physikalische Richtung gehen wird. Also so nach dem Motto, wie genau funktioniert ein MRT? Also so auf der technischen Seite oder ob es mehr um diese
Interpretation von irgendwelchen Bildern gehen wird. Da haben wir aber auch noch Praktika zu, habe ich gehört. Von daher, oder generell, wir haben zu fast allen Fächern auch nochmal Praktika. Aber ich habe meinen persönlichen Stundenplan noch nicht. Von daher, ja, weiß ich jetzt noch gerade gar nicht, wann was ist. Das wird sich dann im Laufe der Woche irgendwann hoffentlich rausstellen. Weil wir haben auch noch nicht unsere offiziellen Physikumsergebnisse. Daher offiziell wissen wir eigentlich noch gar nicht, wer wirklich bestanden hat. Also klar, wir wissen es durch MediLearn und so, aber ich habe immer noch diese kleine Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, was, wenn du doch einen Übertragungsfehler gemacht hast und du einmal verrutscht bist? Oder irgendwie so. Aber egal. Wird schon nicht passiert sein. Und wenn, dann müsste ich ja nur das Schriftliche wiederholen und nicht das Mündliche und das ist die Hauptsache für mich. Ja, und jetzt bin ich wieder zu Hause und ich glaube, ich mache jetzt gleich erstmal einen kleinen Nap, weil ich weiß nicht, ich bin müde und jetzt kann ich es mir noch leisten, Naps zu machen. So Leute, ich bin back. Ich sehe gerade ein bisschen zermatscht aus. Das liegt daran, dass ich gerade genappt habe. Und irgendwie, oh, bei mir kommt einfach immer und immer wieder diese Müdigkeit und diese Erschöpfung der letzten Wochen hoch. Ich habe es echt so in den Knochen stecken, das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Leider ist in den letzten Wochen einiges liegen geblieben an vor allem Paperwork, an Organisationsgedöns, was zum Beispiel auch YouTube angeht. Ich habe super lang nicht mehr in meine E-Mails reingeschaut und ich wollte das jetzt auch alles nicht machen in meiner einzigen freien Woche, die ich hatte. Deswegen muss ich mich jetzt einfach nach und nach dem ganzen Zeug widmen. Und ich habe mir überlegt, dass ich das jetzt nicht alles auf einmal mache, sondern dass ich das auf diese Woche irgendwie verteile, dass ich jeden Tag ein bisschen was mache und dann hoffentlich am Ende der Woche alles aufgeholt habe, was ich so aufholen wollte. Dafür schreibe ich mir jetzt erstmal eine To-Do-Liste, weil es das Gehirn funktioniert einfach besser, wenn es eine To-Do-Liste vor sich hat. Und dafür nutze ich natürlich nichts anderes als meinen geliebten eigenen Planer von Lebensinsel. Diesen habe ich vor einigen Monaten selbst designt in Kooperation mit Lebensinsel. Der ist allerdings ausverkauft, weil es eine Limited Edition war. Allerdings, falls Interesse besteht, let me know, weil vielleicht kann man da nochmal was machen und es vielleicht nochmal irgendwie restocken. Allerdings gibt es trotzdem nach wie vor mit meinem Link 20% Rabatt auf alle Lebensinsel-Produkte. Und ich bin mir ganz sicher, auch wenn dieser eine Planer nicht mehr available ist, gibt es ganz, ganz, ganz viele andere Produkte, die euch sicherlich genauso zusagen werden wie dieser. Ich bin ja mittlerweile offiziell in meinem 10. Hochschulsemester, wenn man die Semester von Psychologie dazu rechnet. Heißt, ich habe wirklich schon einige Planer ausprobiert und kein Planer hat mir jemals so zugesagt wie der von Lebensinsel. Daher nach wie vor wirklich wärmste Empfehlung von mir. Ich habe gerade wieder dezente Überwältigungsgefühle, weil es schon wieder so viel ist. Okay, das, ich kann nicht mehr. Oh Mann. Ach genau, was ich euch noch gar nicht erzählt habe. Heute findet noch etwas ganz Besonderes statt. Und zwar die White Coat Ceremony von meiner Schwester. Für diejenigen, die neu hier vielleicht sind auf dem Kanal. Meine jüngere Schwester studiert ebenfalls Medizin. Tatsächlich im gleichen Semester wie ich, nur halt an der Universität zu Köln. Und in Köln gibt es eine sogenannte White Coat Ceremony. Das ist angelehnt, ich glaube, an amerikanische Medical Schools, die eben auch nach ihrer ersten großen Prüfung dann diese offizielle Verleihung haben. Also sie kriegen da ihr Physikumszeugnis und ihren allerersten offiziellen Kittel. Das ist einfach so das große Willkommen in der Klinik. Und ich finde das eigentlich ganz schön, muss ich sagen, weil ja, die Vorklinik war schon echt anstrengend. Und besonders auch das Physikum hat sehr viel von einem abverlangt und ich finde, das kann man auch mal feiern. Ja, aufgrund der Corona-Situation können Angehörige leider nicht dabei sein. Wir können also das Ganze nur über Zoom verfolgen, was ich dann nachher auch machen werde. Genau, wir haben jetzt noch ungefähr eine Stunde bis dahin und ich werde jetzt einfach anfangen. Ich höre jetzt auf, hier zu prokrastinieren. Ich mache jetzt einfach so viel von meiner To-Do-Liste, wie ich kann. Und ja, um 18.30 Uhr setze ich mich dann hier hin und gucke mir das Spektakel an. Thank you.
Leute, die Wildcard-Ceremony ist offiziell vorbei und ich muss sagen, wir sind echt kurz die Tränen gekommen, als wir meine Schwester aufgerufen haben, weil ich einfach so unfassbar stolz bin. Ihr könnt es euch wirklich nicht vorstellen, vor allem eben, wenn man erstens so close ist, wie meine Schwester und ich es sind und zweitens, weil ich ja auch weiß, durch was sie da durchgegangen ist, weil ich durch exakt dasselbe durchgegangen bin, zur selben Zeit. Und einfach zu überlegen, dass meine 3 Jahre jüngere Schwester das alles so dermaßen gerockt hat, also wirklich rasiert von vorne bis hinten, das macht mich einfach so stolz. Also ich kann es euch wirklich sagen, ich könnte platzen vor Stolz. Und ja, sie dann da stehen zu sehen mit ihrem Kittel, mit ihrem Physikumszeugnis, das ist einfach, das ist surreal für mich, wirklich. Also so crazy. Und deswegen an der Stelle, Dodo, falls du das schaust, ich bin so stolz auf dich und I love you so much. Ja, okay. Ha, sentimentaler Moment over. Ich habe tatsächlich nebenbei mein iPad ein bisschen umorganisiert. Das ist tatsächlich jetzt nicht sonderlich Weltbewegendes. Ich habe eigentlich nur, ich zeige es euch einfach mal kurz. Ich habe hier ja meinen Medizinordner und da habe ich jetzt einen Vorklinik- und einen Klinikordner. Normalerweise hatte ich ja hier direkt alle meine Semester. Die sind jetzt aber hier in der Vorklinik verstaut, einfach weil das, glaube ich, ein bisschen übersichtlicher ist. Genau, den Prometheus habe ich hier nochmal separat gelassen, weil den könnte man ja vielleicht nochmal gebrauchen. Ja, und hier haben wir jetzt nur das 5. Semester. Da habe ich auch schon ein paar Ordner angelegt. Ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß tatsächlich nicht, was für Fächer wir alles haben. Deswegen sind das jetzt noch nicht alle. Also da kommt noch ein bisschen was dazu. Genau, ich werde jetzt noch ein bisschen was für mein YouTube-Business tun. Und ja, dann call ich es a day und dann werde ich einfach nur relaxen. Und zwar lese ich gerade das Tagebuch der Anne Frank. Ich war ja im Urlaub in den Niederlanden und wir waren da auch in Amsterdam und wir wollten da eigentlich auch in das Anne Frank Haus gehen. Allerdings muss man das über einen Monat vorher vorbuchen und das hatten wir nicht gemacht, weil wir das ganz spontan geplant hatten, weil ich ja ganz lange auch den Termin für meine mündliche Prüfung nicht hatte. Genau, deswegen ging das leider nicht, aber ich habe mir stattdessen das Tagebuch gekauft und ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr gut und finde die Thematik generell auch wahnsinnig interessant. Und ich habe dann auch angefangen, einen Film auf Netflix zu schauen, der heißt Meine beste Freundin Anne Frank. Da wird eben die Geschichte rund um Anne Frank nochmal aus der Sicht einer ihrer besten Freundinnen erzählt. Und ich muss sagen, bisher gefällt der Film mir sehr gut. Deswegen werde ich den jetzt gleich zu Ende schauen. Ja, und dann geht's morgen wieder ab in die Uni. Ich muss sagen, ich bin gerade noch so ein bisschen am Contemplaten, ob ich morgen wirklich in Präsenz dahin gehe, weil es ist so früh und es ist so regnerisch und es ist so kalt. Ich bin jetzt offiziell fertig mit Rechnungen schreiben und so weiter und habe hier mal wieder noch einen Special Guest. Und zwar die Sasa. Ah, warte, das spiegelt so sehr. Okay, warte. So, deswegen, ihr könnt ganz beruhigt sein. Sasel und ich sind natürlich immer noch befreundet. Ich glaube, das muss ich immer wieder irgendwie mal erwähnen, damit ihr alle beruhigt sein könnt. Ich kann so ein bisschen so ein Disclaimer schreiben. Ja, so in jedem Video. Ja, Sasel und ich sind noch Freunde. Friends forever. So. Und vielleicht sehen wir uns sogar bald. Mehr erfahrt ihr dann. Piep. Okay. Ich bin heute irgendwie total in so einem Slump. Ich muss auch ehrlich sein, ich hatte heute echt keine Lust, in dem strömenden Regen zur Uni zu fahren, weil es heute echt durchgängig schlechtes Wetter sein sollte. Und
Ich weiß nicht, irgendwie war meine Motivation nicht groß genug, mich dann aus meinem Bett zu quälen. Deswegen habe ich heute die Vorlesung von zu Hause aus verfolgt. Und ich weiß nicht, irgendwie hatte ich heute echt einen krassen Kick von Unlust und von irgendwie, ich weiß nicht, schlechter Laune. Naja, deswegen habe ich den Morgen ein bisschen ruhiger angehen lassen, habe mir jetzt was Leckeres gekocht und habe mir auch ein Stückchen Kuchen geholt. Es ist einem durchaus erlaubt, schlechte Tage zu haben, aber ich mag es trotzdem gerne, die dann mir doch etwas zu versüßen, im wahrsten Sinne des Wortes, um einfach wieder ein bisschen Freude dran zu finden. Genau, und ich werde jetzt mein Mittagessen genießen und danach geht es weiter mit Geschichte, Theorie und Ethik. Heute Morgen hatte ich eigentlich nur dieselben Vorlesungen, die ich gestern auch hatte. Und auf Geschichte, Theorie und Ethik freue ich mich tatsächlich sehr. Also ich bin sehr gespannt, was mich da so erwartet. Ich dachte, ich melde mich nochmal und erzähle ein bisschen von Geschichte, Theorie und Ethik, auch wenn das jetzt auch schon wieder ein paar Stunden her ist. Ich habe in der Zwischenzeit das Bad und die Küche geputzt und danach lag ich nur im Bett rum und habe an meinem Handy rumgedaddelt. Ich habe immer noch nicht meine To-Do-Liste abgearbeitet, aber ich glaube, das wird auch heute nicht mehr passieren. Oh, Leute, ich kenne das gar nicht von mir, so wie ich heute drauf bin. Ich hoffe, das ist nur eine Phase, to be honest. Egal, ja, ich muss sagen, es hat sich bestätigt. Ich fand die Vorlesung heute echt cool. Der Dozent hat irgendwie eine entspannende Erzählerstimme. Also so wie als ob man so ein Hörbuch hört oder so. Und wir haben eigentlich heute nur so einen Überblick bekommen über die Geschichte der Medizin. Also angefangen von antiken, vorchristlichen Zeiten bis hin dann halt zum 20. Jahrhundert. Da wurden verschiedenste Dinge angesprochen, also von den ganzen, ich sag mal, großen Namen wie Hippokrates oder Ibn Sina, Stichwort der Medikus, falls ihr das Buch bzw. den Film kennt, kann ich sehr empfehlen, by the way. Und ja, ganz am Ende auch nochmal eine Thematik, die mich persönlich sehr interessiert und das ist Frauen in der Medizin bzw. in der Wissenschaft. Und da habe ich mit Erschrecken feststellen müssen, dass Frauen in Deutschland erst seit 1899 erlaubt ist, überhaupt Medizin zu studieren und dass die erste Ärztin, die hier in Münster praktiziert hat, erst 1913 ihre Zulassung bekommen hat und die erste Professorin, die in Münster gelehrt hat, das war erst 1963, Kinders, das ist noch nicht so lange her. Und ich fand das auch sehr cool, dass diese Thematik aufgegriffen wurde und dass dem so ein bisschen eine Stimme geschenkt wurde. Genau, und morgen geht es dann, glaube ich, weiter mit Fokus auf, ich glaube, der Renaissance. Und die anderen beiden Tage werden sich dann komplett der NS-Zeit widmen, was ich auch richtig finde, weil das ist natürlich ein sehr großer und sehr wichtiger und sehr erschreckender Abschnitt, auch vor allem in der Medizingeschichte hier in Deutschland oder generell natürlich. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir ja darüber informiert werden, beziehungsweise dass wir da eben die Hintergründe zu erfahren werden. Ich bin tatsächlich so ein kleiner Geschichtsdoku-Freak und deswegen muss ich sagen, ja, freue ich mich sehr auf die nächsten Tage. Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch E-Mails beantworten, aber ich habe irgendwie keine Lust. Ich habe keine Lust für nichts, Leute. Ich muss auch sagen, es geht mir auch nicht so gut heute. Ich habe irgendwie Kopfschmerzen. Kann aber auch daran liegen, dass ich die ganze Zeit sitze wie so ein Schrimp am Schreibtisch. Kennt ihr dieses Meme mit dem Schrimp am Schreibtisch? Eigentlich will ich diesen Tag nur abhaken und wegmachen. So Leute, ich bin jetzt fertig mit meinen E-Mails, beziehungsweise ich bin halb fertig, weil ich mache es immer so, dass ich erstmal, wenn sich E-Mails sehr stark angestaut haben, dass ich erstmal durchgehe und gucke, okay, was an den Anfragen ist überhaupt seriös, weil als Influencer bekommt man ja schon wirklich extrem viele Anfragen und der Großteil davon ist unseriös und weird und passt auch nicht zum Content und ja. Deswegen gehe ich da erstmal durch und lösche dann auch die Sachen, die einfach nicht passen.
Und bei den Sachen, die potenziell passen könnten, da habe ich dann so einen eigenen Tag. Also das kann man auf Gmail, kann man da eben so Tags einrichten. Da habe ich einen Untertag namens Vielleicht und einen Tag Kooperationen, sodass ich das dann direkt gesammelt habe und auch leicht wiederfinden kann. Und genau, das werde ich mir dann mal genauer angucken. Bevor ich Kooperation annehme, schaue ich mir auch erstmal an, wen ich da vor mir habe natürlich und ja, starte erstmal eine kleine Recherche zu dem jeweiligen Unternehmen, lese mir irgendwie Rezensionen durch und so, weil ich finde es ganz wichtig, dass man da irgendwie transparent ist und dass man vor allem auch seinen Zuschauern keinen Scheiß verkauft. Also an sich muss ich sagen, finde ich es vollkommen in Ordnung, dass das jetzt eben der Weg ist, wie Influencer ihr Geld verdienen. Und vor allem, wenn das Produkt eben auch passt und man denkt, okay, man selber oder die Zuschauerschaft hat auch wirklich was davon oder es könnte irgendwie auch interessant sein für Leute, dann ist es cool und vollkommen in Ordnung. Was halt nicht in Ordnung ist, finde ich, ist, wenn einfach alles angenommen wird, nur des Geldes wegen, was ja durchaus ein oder andere, ohne jetzt hier Shade zu throwen, tut. Und ich schaue jetzt ein bisschen Charité. Ich muss sagen, diese Serie habe ich tatsächlich, glaube ich, schon zweimal durchgeguckt. An der Stelle übrigens große Empfehlung von mir. Ja, aber ich schaue es immer wieder gerne und ich muss sagen, manchmal brauche ich sowas, vor allem wenn ich in so einem Motivationsloch bin, wie ich es jetzt gerade bin. Ja, und ich hoffe, dass ich mir da so ein bisschen Medizinbegeisterung abholen kann und dann hoffentlich ein bisschen positiver in den morgigen Tag starten kann. Liebes Kind, glauben Sie mir, die zarte Konstitution der Frau ist für die Mühsal des Arztberufes nicht geschaffen. Ich empfinde es also als meine ritterliche Pflicht, Sie vor jedem... Ich komme gerade aus der Uni und hatte heute echt einen super, super langen Tag. Also wir haben jetzt auch schon gleich 5:30 und ja, what can I say? Es ist immer noch alles ziemlich basic. Also in Patto haben wir heute, da haben wir unterschiedliche Arten von Färbungen besprochen und generell, wie überhaupt die Präparate hergestellt werden, also diese Paraffinblöcke, das, was man später dann eben unter dem Mikroskop auch begutachtet. Also alles sehr, ich sag mal, technisch. In Mikrobiologie haben wir, boah, Leute, ey, ich kann schon wieder nichts erinnern. What the fuck? Alter Schwede. Ah ja, genau. Da haben wir auch besprochen, wie genau dieses Zusammenspiel von eben der Station im Krankenhaus läuft mit eben dem Labor in der Mikrobiologie. Also auch wiederum das ganze Prozedere, mehr oder weniger. Dann hatten wir Strahlentherapie, weil die Radiologie, die wir dieses Semester haben, ist aufgeteilt in Radiologie, Strahlenbiologie und Strahlentherapie. Und ich muss sagen, das habe ich ziemlich gefeiert, weil ich den Arzt, der diesen Vortrag gehalten hat, ziemlich gefeiert habe. Der war echt lustig. Und ja, da haben wir auch aber wiederum einfach einen Überblick bekommen über das, was die da so machen, wie genau da bestrahlt wird und so weiter. Aber das haben wir alles anhand von Beispielen erklärt bekommen. Also zum Beispiel eben ein Mammakarzinom, Prostatakarzinom, also diese gängigen Krebsarten, die eben dann auch bestrahlt werden. Das haben wir aber jetzt nicht irgendwie total ausführlich besprochen. Das waren wirklich einfach nur Beispiele, um uns das Prinzip zu verdeutlichen. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir in diesem ganzen Radiologie-Sektor nicht super viele Vorlesungen haben. Ich glaube, da kommen eher dann nachher die Praktika, die dann relevant sein werden. Genau, dann sind wir in die Mensa gegangen, wie ihr ja gesehen habt. Und da habe ich mein Teller dezent voll geschaufelt. Genau, danach hatten wir Geschichte, Theorie und Ethik. Da ging es eigentlich da weiter, wo wir gestern aufgehört hatten, mit dem Fokus auf der Renaissance. Ja, und als allerletztes hatten wir dann noch eine Einführungsveranstaltung zu der Allgemeinmedizin. Aber auch das war eher, um uns einen Überblick zu geben. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so mehr in die Richtung so, guckt mal, Allgemeinmedizin ist richtig geil, werdet alle Hausärzte. Weil wir wissen ja alle, wie es um die Hausärzte, vor allem eben
im ländlichen Bereich steht. Und ja, die Unis versuchen momentan wirklich verstärkt, uns darauf aufmerksam zu machen. Naja, ich bin jetzt ziemlich müde, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe jetzt noch ein paar Stündchen Zeit, weil dann geht es ins Kino. Und das ist sehr besonders für mich, weil es erstens das erste Mal ist, dass ich ins Kino gehe, seit Corona begonnen hat. Das ist das erste Mal in 2 Jahren. Und zweitens ist es die Premiere von Fantastic Beasts, beziehungsweise es ist natürlich nicht die offizielle Premiere, aber ich meine, heute ist der erste Tag, wo Fantastic Beasts offiziell im Kino läuft. Ich muss sagen, der zweite Fantastic Beasts-Teil hat mich nicht überzeugt, von daher bin ich sehr gespannt, was sie jetzt aus dem dritten gemacht haben. Ja, und bis dahin werde ich jetzt einfach nur noch ein bisschen chillen und nappen, weil ich bin echt müde. So, ich melde mich jetzt auch mal. Es ist bereits 19.30 Uhr. I'm very sorry, ich habe heute nichts gevloggt. Das liegt an mehreren Dingen. Ich bin einfach maximal abgefuckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese erste Klinikwoche ist absolut nicht das, was ich mir immer ausgemalt habe damals in meinem Vorklinikhirn. Ja, ich beginne einfach mal mit gestern. Gestern Abend, kurz bevor ich dann los wollte ins Kino, kam raus, dass endlich die Physikumszeugnisse da sind. Ich habe jetzt auch ganz offiziell bestanden. Yay! Ich hatte immer bis kurz vorher wirklich noch so diese paranoide Angst, dass ich irgendwie bei der Übertragung Fehler gemacht habe, aber anscheinend nicht. Genau, und damit einhergehend konnten wir jetzt auch endlich unsere Klinikgruppen wählen. Für alle, die nicht aus diesem Bereich stammen, Klinikgruppen sind eigentlich nur Kleingruppen von 5 bis 6 Leuten, mit denen man eben dann diese ganzen praktischen Kurse hat. Beziehungsweise manchmal hat man das auch mit unterschiedlichen Klinikgruppen zusammen, je nachdem, ob es halt ein Seminar ist. Aber diese ganzen Clinical Skills, die lernen wir dann auch wirklich nur in dieser 5er-Gruppe, weil man da wirklich auch mehr One-on-One-Kontakt braucht. Dafür ist das Ganze gut und so wie ich das verstanden habe, sollen diese Klinikgruppen, wie sie jetzt gewählt werden, auch über die ganze Klinik hinweg genauso bleiben. Und das sollte man natürlich am besten dann auch nach seinen privaten Kontakten irgendwie planen, weil wir einfach unfassbar viel Präsenz- und anwesenheitspflichtigen Unterricht haben. Und ja, wenn man dann den gleichen Stundenplan hat wie seine Freunde und auch zu den gleichen Tagen dann auch frei hat, ist es natürlich von Vorteil. So, das Ding war jetzt aber, dass wir in den vergangenen Semestern immer 6er bis 7er Gruppen hatten und somit natürlich die Freundesgruppen sich auch so ein bisschen um diese Zahl herum jetzt gefunden hatten. Vor allem jetzt im letzten 4. Semester. Das war ja unser erstes Semester, wo wir wirklich auch mal Präsenz hatten. Und für mich persönlich war das entscheidende Semester, wo sich meine Freundschaften sehr gefestigt haben und wo ich das erste Mal wirklich das Gefühl hatte, okay, ich bin Teil einer Freundesgruppe hier an der Uni. So, von daher hat das für mich schon irgendwo eine Bedeutung. Naja, und jetzt kam eben gestern raus, dass unsere neuen Klinikgruppen nicht mehr 6er-Gruppen sein werden, sondern 5er-Gruppen. Eben aufgrund dessen, dass viele Leute nicht angetreten sind, dass das Semester kleiner geworden ist und so weiter. Ich brauche euch ja nicht erzählen, dass dann da die Hunger Games ausgebrochen sind in unserer Semestergruppe, weil natürlich das Drama groß war, dass jetzt die 6er-Gruppen sich entweder komplett in der Mitte teilen müssen oder einer wird rausgekickt, was natürlich auch keiner macht. Ich meine, man sagt ja nicht, okay, du gehst jetzt hier oder so. Ja, es war unschön. Ich will auch jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil ich niemanden hier schämen oder haten oder sonst irgendwas will. Es war einfach unschön. Es war ein sehr langer Prozess. Letztendlich kam dann im Verlauf des Abends noch eine Mail, in der dann stand, okay, es wurde doch nochmal geändert, es gibt jetzt 4 6er-Gruppen und ansonsten nur 5er-Gruppen. Damit wurden die Hunger Games dann noch ein bisschen befeuert, weil es dann ja die Aussicht gab auf das Weiterbestehen der eigenen Gruppe, weswegen wir letztendlich gelost haben und meine Gruppe tatsächlich Glück hatte. Wir sind weiterhin eine 6er-Gruppe, also war das Schicksal ausnahmsweise mal auf unserer Seite. Ja, von daher hat sich für mich dann doch alles zum Guten gewandt und niemand aus unserer Gruppe musste irgendwie raus. Aber für die allermeisten ist es natürlich eine blöde Situation und generell dieses ganze Prozedere gestern Abend, das war sehr unschön und ich war ja eigentlich auch noch im Kino. Für mich ist jetzt erstmal Ankommen in der Klinik angesagt. Wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Informationen zu den praktischen Kursen, die dann ab nächster Woche anstehen. Dann nehme ich euch natürlich mit. Deswegen will ich jetzt hier noch nichts spoilern, aber ich glaube, es wird sehr interessant. Es wird sehr klinisch, es wird sehr medizinisch. Also ja,
Wir sind endlich angekommen, da wo wir hin wollten. Es ist schon spät, die Omi geht jetzt erstmal duschen und danach geht sie wahrscheinlich ins Bett. Ja, Leute, das war mehr oder weniger die erste Woche in der Klinik. Ich hoffe, dass ihr mal wieder einen guten Einblick bekommen konntet. Und vielen lieben Dank fürs Anschauen und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr Klinik-Content sehen wollt und falls ihr mich weiterhin begleiten wollt auf dem langen, langen, langen Weg hin zum Dr. Med. Ansonsten bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, als bleibt alle gesund und munter und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!